Rettung des Teams. Kein Plan übersteht jemals den ersten Feindkontakt. Für das Delta-Team schlägt die härteste Stunde. Getrennt und verwundet müssen sich die Teammitglieder finden und einen Gegenangriff führen oder an Bord des Geisterschiffes sterben. Ein Gegenangriff. Ich bin im Steuerbordfahrwerk. Wir treffen uns bei den angegebenen Koordinaten. Roger, Boss, bin schon unterwegs. Ah, so eine Schweinerei. 4-0 ist also immer noch am Leben. 4-0 hat echt Ahnung vom Kämpfen. Fabian, warum sind die nicht schon von Anfang an zusammen losgegangen? Man kann doch in die Teile des Schiffes, wo sich die Teammitglieder aufgesplittet haben, auch irgendwie anders hinkommen als durch diese Triebwerkeingänge. Ach Gott. Super Druiden. Okay, das funktioniert. Ah, verdammte Geschütze. Okay, das habe ich. Ich habe ein bisschen Health verloren, aber das ist, glaube ich, absolut. Mir geht die Sturmgewehrmunition aus. Mein Hier wimmelt das Quadrant los. Wem sagen Sie das? Ach, perfekt. Ich bin ein super Taktiker. Das muss man einfach so sagen. Ah, du verpisstes Dings. Ich hab gleich echt keine Munition mehr. Ne. Ah, Gott. Ja, Sex, wie ich gesagt hab. Nein! Delta-Team. Ich glaube, wir haben das Delta-Team verloren. Ah, zwei Sachen. Ah, scheiße. Geschütze scheinen gegen Projektilwaffen immun zu sein. Gut, dass ich das vorher gewusst habe. Und der Berater hat sich plötzlich gemeldet. Das ist so... Ja gut, daran hätte man denken können. Der Berater ist nicht da. Wir treffen uns bei den angegebenen Koordinaten. Roger, Boss, bin schon unterwegs. So eine Schweinerei. Ah. Nein. Oh, verdammte Geschütze. Ach, diese Geschütze. Das ist echt nicht schön, wie viel die einem abziehen, wenn man zu lange unter Beschuss ist von denen. So, wo bist du, kleiner Sucher? Gut, das ging schnell, aber zu viel Health verloren, meiner Meinung nach. Hier wimmelt es vor Trandos. Wem sagen Sie das? Trandos. So nennen sie die. Trandoshaner halt. Der checkt nicht ganz, was los ist hier auf dem Planeten irgendwie. Was habe ich für Granaten? Ja, perfekt. Boah, der hat mir wieder was abgezogen, der Sack. Ist das blöd, ist das blöd, ist das blöd. Schilde, Schilde, Schilde. Gott sei Dank. Erstmal unbedingt dran ans Bagdad. Ich speichere zwischendurch gar nicht. Ich überlasse das eigentlich immer dem Schnellspeichern, dass ich da immer... klingt, speichern tue ich immer am Ende der Aufnahme. Die Echsen sind einfallsreich. Dann räumen wir hier mal auf. Moment, einfallsreich? Die sind einfach Dinger umgekippt. Ich glaube nicht, dass sie das selbst gemacht haben. Überhaupt einfallsreich. Ich könnte hier drüber klettern. Ach Gott, ey. Das sind so Sachen so... Puh! Das kann also das Deluxe-Modell hier nicht, oder was? Ja, okay. Also so mit Leichtathletik und Verdammt, so. Verdammt, aufpassen, da sind noch mehr explosive Fässer. IEGs, improvisierte Explosionsgeräte. Ja, vier Schuss. Schon wieder Sammler, ich hasse diese verdammten Droiden. Na Gott, ey. Ah, verpiss dich! Ah, Mann, ey. Ohne Blaster ist das echt kacke. Weil die sind auf zu einer... Natürlich, die Schrotflinte ist super, aber die sind auf einer zu hohen Verpiss dich, Bro! Geh Schach spielen!
Mann! Ach Gott, ich pump den voll mit Schrot und er überlebt. Na Gott, und wie weit und so. Das gefällt mir nicht. Das ist alles Mist. Die sind ausgewichen. Das darf doch nicht wahr sein. Verpiss dich. So, weg, weg. Fall. Fall so tief, wie du kannst. So. Blaster-Munition. Herrgott, endlich. Mann, das ist echt alles rar gestreut. Das muss man echt so sagen. Wer ist das? Ach du Scheiße! Delta Boss 440, bin hier auf heftigen Widerstand gestoßen. Ich werde mich ein wenig verspäten. Ja. Keine Sorge, Fixer, ich warte auf Sie. Frag mich mal. Ey. Okay, der Große macht mir echt Angst. Wo ist der hin? Der ist weg. Oh Gott, der sah auch total aus wie Bowser. Was? Wie kannst du mich treffen? Ich bin auf diesem scheiß Ding hier. Sack. Mist. Kack. Bagda. Bagda, 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 Bagda. Wo ist denn das nächste Bagda? Das dauert alles wieder so lange. Aber gut, ich mache diese Bagda zurücktrack-Scheiße hier. Weil Bagda schon ziemlich sinnvoll ist. Das letzte Bagda war da hinten, oder? Nee, hier vorne. Hoffentlich nee. Oder bin ich schon dran vorbeigelaufen? Ich weiß es nicht. Ich denke schon fast. Ja, hier habe ich die Blaster-Munition her. Aber da bin ich so lang gelaufen. Dort, wo ich diese Scheiße da explodieren habe lassen. Hä? Na, ich bin ja schon wieder am Anfang. Mal kurz am Überlegen, ob ich das vorspule. Aber nein, lauscht einfach meiner herrlichen Stimme, ob man das Quietschen jetzt wohl gehört. Da ist er doch. Na, ich vertäusche das immer, ich vertäusche das. Gar nicht schön. So, der Big Boss Tandoshana. Ich weiß echt nicht, ob der jetzt wirklich der Big Boss der Tandoshana ist oder ob der eine Einheit der Tandoshana ist. Dann haben wir nämlich ein großes Problem, obwohl letztendlich weiß ich es noch von früher, aber ich verrate es nicht. Ach Gott, bin ich wieder lustig. Allein. Ach Quatsch. Hoffentlich hat Scorch es zum Backbord-Datenkern geschafft. Scorch? Ich glaube nicht. Ich dachte, wir treffen Fixer. Aber egal. Wir gehen, glaube ich, nicht zum Backbord-Datenkern. Ich glaube nicht, der 6-2 ist der erste, der braucht. Keine Aktivität, halten Sie die Augen offen. Du blödes Mistvieh. Fahr mal voraus und sag mir, ob da der Big Boss Tandoshana ist. Los. Ach, der hat keine Ahnung. Ich weiß noch nicht mal, wofür die Tolle gut sind. Hinterhalt! Nee. Ich habe keine Verwirrungsgranaten mehr. Ah, gut. Das haben wir hingekriegt. Gut, Tandoshana sind anscheinend sehr bekannt dafür, ja, aus komischen Schächten zu kommen. Keine Ahnung, wo jetzt der Sinn hinter diesem Schacht war. Vor allem, dass er, glaube ich, aus Stein ist. Warum sollte etwas in einem Schiff aus Stein sein? Sieht nämlich hier alles ziemlich nach Stein aus, ne? Gott, ey. Ich glaube, es ist besser, denen nicht die Waffe aus der Hand zu schießen, weil wenn die erstmal mit ihren scheiß Messern kommen, sind die noch mehr Kacke. Durch die Sicherheitstür. Welche? Gott verdammt. Hey, hey. Bruder, Alter! Mann! Die Tandos warten auf uns. Achten Sie auf Hinterhalte. Scheint Sklavenhändler zu sein. Okay, warum kommt Fixer jetzt mit? Ja, gut, Sklavenhändler, ich meine. Gibt's doch auch in den besten Kreisen. Letztendlich gibt's die auch in Ägypten. Kleiner Sack. Ich wusste es. Das kann doch jetzt wieder nicht allein sein. Aua! Gehen auf die Thermaldetonatoren aus. Ja, ich glaube, die haben. Nee, haben sie nicht. Nicht alle haben so wunderliche Gasmasken auf. Ist auch nicht so schlimm. Da, Detonatoren. Blendgranaten. Ja, die hier, ne?
Ich habe auch noch Elektrogranaten, damit könnte ich auch... Hier, wenn der Große kommt, da ist das immer ziemlich gut. Ich sollte eigentlich froh sein, dass ich es hier nicht mit Superkampfdruiden zu tun bekomme. Dann hätte ich echt ein echt scheiß Problem. Geben Sie sich zum Treffpunkt, der ist die nicht. Trandoshanische Umgebungsmine. Unangenehm. Au, oh, Mann! Ich war doch noch nicht da drin. Ah, ich wollte diesen Pisser da holen. Verdammt. Mama! Sita! Gott, verdammt! War wohl nur eine Verbindungsstörung. Ich hab gerade nicht gehört, was 3-8 denn gesagt hat. Ich glaube, der hat sich genauso erschreckt wie ich. Er hat verdammt gerufen, oder? Ah, Mann, bitte. Ach Gott, Entschuldigung. Ja, hat er sich totgestellt oder was? Ich habe da gar nicht drauf geachtet. Er ist plötzlich in meinem Face gespawnt. Mama. 3-8. Nein! Sie mich. Ihre Einheit sendet nur noch schwache Vitaldaten. Ja, Berater, schön, dass du dich auch mal meldest. Hat mir voll ins Gesicht geschossen. Die Kandos warten auf uns. Achten Sie auf Hinterhalte. Nochmal. Scheint Sklavenhändler zu sein. Ach, hier bin ich noch gar nicht. Oh, er fliegt bis zu mir. Hat nicht so viel gebracht. So. Ja gut, wenn sie auf Abstand sind, bringt es natürlich schon was, ihnen die Waffen wegzuschießen. Weil sie dann erstmal zu einem latschen müssen und mit der Schrotflinte passt das eigentlich meistens. So. Waren die vorhin ja auch? Ich glaube nicht. Trandoshanische Umgebungsmine. Unangenehm. Gut, jetzt habe ich ihn. Unangenehm. So würde ich es auch nennen. Das ist ja die gleiche Mine wie vorhin. Schön, dass er es aber nochmal sagt, weil viele hätten das jetzt gar nicht mitgekriegt. Also darauf achten sie schon, dass man noch so... Verdammt! Wie bitte, Sir? Ich habe Sie nicht verstanden. War wohl nur eine Verbindungsstörung. Ja, natürlich. Der kam da angerollt. Deswegen habe ich das nicht gecheckt. Ja, unangenehm. Diesmal müssen wir auf diesen kleinen Pisser achten. Wenn die das nur endlich lassen könnten. Das ist wohl wahr, weil die gehen einen echt auf den Sack mit diesem ganzen Mist. Scharfschützenpatron. Trandoshanische Umgebungsmine. So. Ein leichtes. Das habe ich schon zu oft gemacht. Ich kann das aus dem FF. So ein paar Minen entschärfen. Gut, dass sie auch verschwinden. Warum kann ich die dann nicht selber nochmal platzieren? Okay. Sonst keine. Noch eine Barrikade? Diese Echsen gehen mir langsam auf den Wecker. Keine Ahnung, ob eine elegante Waffe für zivilisiertere Zeiten, ne? Tja, die Zeiten haben sich geändert. Eine Zivis? Ich find's auch cool, wie 3-8 ziemlich viel redet. Also der ist echt gesprächig, selbst wenn er alleine ist. Ich meine, der Chief hatte sogar Cortana bei sich und hat echt nicht viel gesagt. In Halo 4 auch nur dann, wenn er was mit Cortana zu bereden hatte. 3-8. Rückzug! Ja, Sir! Ah! Nein, nicht die Trooper! Wo sind die Trooper? 3-8 redet auch gern mit sich selbst. Was zur Hölle ist das? Boah. Achtung! Wir brauchen Verstärkung! Da, Kommandos! Scheiße. Wir könnten Ihre Hilfe gebrauchen, Sir! Stirb, du kaltblütiger! Ach du Kacke! Nein, nein und nein. Oh, Piss. Der hat eine scheiß Minigun oder eine scheiß... What? 3-8, bitte melden. Ich glaube, das Delta-Team wurde ausgeschaltet. Okay, die Elektrogranate ist gar nicht mal so wirksam. Ob das ist, wenn ich... Oh, wenn ich da die Barrikade zerstöre und weggehe, ob ich... Ja, mal gucken, wie das mit der Blendgranate läuft. Ja, Sir! Nein, das... Ich glaube, wir haben das Delta-Team wurde ausgeschaltet.
glaube, wir haben das Delta-Team verloren. Ich glaube, ich... I lost my mind. Das glaube ich. Nicht I lost the Delta-Team. Rückzug! Ja, Sir! Was ist? Ich glaub das nicht! Der hat sie... Nein! 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 Nein. Ach komm, töte mich! Na los! Na los! Naja, das war aber gedauert. Ich bin leicht abgeturnt. Rückzug! Ja, Sir! Nein, ist noch nicht, aber. Es tut das, was es sollte. Nächstes Mal nicht einfach in ihr Face schießen, sowas. Achso, da ist die. Was zur Hölle ist das? Achtung! Wir brauchen Verstärkung! Da, Kommandos! Wir noch kann ich ihn nicht gern, weil. Stirb, du kaltblütiger! Die Trooper müssen erstmal sterben. Ich hab keine Ahnung, warum er zu ihm. Wow. Ach du Scheiße. Ja, es bringt tatsächlich was. Jetzt ist er da. Hixer, ich bin gerade auf einen schwer bewaffneten Trandoshaner gestoßen. Und es war ganz sicher kein Sklavenhändler. Roger, war vermutlich ein schwerer Angriffssöldner. Trandoshanische Elitekämpfer. Ich habe gehört, dass sie mit LS-150 ACP-Repetiergewehren ausgerüstet sind. Sie haben richtig gehört. Eklige Waffen. Eklig? Aber perfekt für mich. Panzerbrecher? Ach so, als Ersatz für die Schrotflinte. Okay, dann nehmen wir erstmal das Ding mit Schrotflinte, finden wir auch so wieder. Die ist um einiges schwerer, also bewegen wir uns auch um einiges langsamer. Aber die Blendgranate hat echt gut funktioniert gegen den Trandoshaner, das hätte ich jetzt nicht gedacht. War doch relativ easy. Aua.